Halle 1681 bis 1683, die Zeit der Pest. Es begann fast unbemerkt. Manche Leute wurden krank, dann starben sie. Keiner achtete darauf. Leute starben andauernd. Basilius war 11, ein kleiner, schmächtiger Kerl mit mangelndem Appetit und einer zähen Natur, der Bewegung jeglicher Art mochte. Am liebsten spielte er mit den Kindern der Bediensteten. Davon gab es einige im Haushalt seiner adligen Eltern, die in Halle einen großen Stadtpalast bewohnten und ein luxuriöses Leben führten. Es gab zwei Köche und die Zofe seiner Mutter, den Haushofmeister, einen Kammerdiener, Knechte und Mägde, Kutscher und Stallburschen. Koch und Köchin hatten zwei Kinder, bei den Knechten und Mägden sprangen mehrere herum, von denen Basilius nicht genau wusste, zu wem sie gehörten. Das war auch egal. Hauptsache, man konnte miteinander raufen, auf Bäume klettern, Mauern erklimmen, auf einem Schwein reiten. Später schimpften seine Eltern, wenn er die Kleidung beschmutzt hatte und nach Schwein roch. Sie wollten ihn erziehen und seiner adligen Herkunft entsprechend ausbilden. Der Haushofmeister mühte sich mit Unterweisungen und Belehrungen, die aber nicht wirklich zu fruchten schienen. Basilius trieb sich zu viel herum, wollte nicht gehorchen, lernte ungern. Er rannte durch die engen Gassen, die den riesigen Stadtpalast wie ein Nest umgaben, schlüpfte auf dem Marktplatz in die Sonne, brachte mit anderen Straßenkindern Unruhe in die Stände der Marktfrauen und tauchte wieder in das Gassengewirr ein, wenn die Weiber nach den Bütteln schrien. »Der Junge treibt sich zu viel rum«, knurrte sein Vater. »Und er isst nicht«, klagte die Mutter. Der Haushofmeister rang die Hände und rief nach Disziplin. Dann stellten die Eltern Magister Lorenz ein, ein Privatlehrer, der ihren Sohn in Sprachen, Algebra und Benin unterrichten sollte. Lorenz war noch jung und verfügte über eine natürliche Ausstrahlung, mit der ihm das gelang, was der Haushofmeister vergeblich versucht hatte, Basilius zu unterrichten. Erstmals flüchtete der Junge nicht vor den ihm gestellten Aufgaben, sondern fügte sich in die unvermeidliche Bildung. Als sich herausstellte, dass Lorenz seinem jungen Schüler auch die Grundlagen der Fechtkunst beibringen konnte, erkannte Basilius, wo seine wahren Talente steckten. Endlich verknüpften sich hier Unterricht und Bewegung. Es gab Regeln, war schwierig, eine Herausforderung. Es war wie eine Befreiung. Basilius hatte jetzt viel zu tun. Seine Spielkameraden warteten oft vergeblich auf ihn. Die Marktfrauen atmeten auf. Dann huschten beunruhigende Gerüchte durch die Straßen, als sich Krankheitsfälle mehrten. Im Stadtpalast derer von Offenbach tuschelte die Dienerschaft hinter vorgehaltener Hand und verstummte, sobald Basilius dazu kam. »Ein Fieber«, erklärte ihm Magister Lorenz. »Blutiger Auswurf und Todesfälle.« Wenn man Tote schon thematisierte, musste es schlimmer sein als die üblichen Erkrankungen. Basilius hielt die Augen offen, beobachtete, wie sich die Stimmung in der Stadt wandelte. Misstrauen in den Gesichtern, mehr Ärzte unterwegs als sonst, die Ratsherren tagten ständig und blickten ernst. Es dauerte, bis man es wagte, das Wort erstmals auszusprechen. Jenes Wort, das den Schrecken barg, der die nächste Zeit beherrschen sollte. Pest. Anfangs machte sich heillose Verwirrung breit, gepaart mit Angst. Die letzte Pestepidemie war eine Weile her. Man musste sich erst erinnern, was zu tun war. Dann ging es schnell. Der Rat berief eine Gesundheitsbehörde, die mit rigoroser Büttelgewalt durchgriff, um das Übel einzudämmen. Straßenzüge wurden teilweise abgeriegelt, Badehäuser geschlossen, der Freudenplan zugemauert. An den Stadttoren gerieten die Kontrollen zu stundenlangem Warten.
Die studierten Ärzte taten sich mit den Wundärzten zusammen, trugen Schnabelmasken als Schutz gegen Miasmen, doch sie starben so rasch, dass Ärzte bald knapp wurden. Ständig waren Leichenzüge von den Kirchen zum Stadtgottesacker zu sehen. Anfangs noch prunkvoll, mit Geld und gutem Willen, gerieten sie immer gewöhnlicher, einfacher. Die Pfarrer leierten Totenmessen im Schnelldurchlauf, bevor sie selbst erkrankten und starben. Trauernde Angehörige wussten bald nicht mehr, um wen sie zuerst trauern sollten, weil es immer mehr Opfer gab. Der Schmerz war allumfassend, wurde zum lähmenden Normalzustand. Im Stadtpalast derer von Offenbach mühte man sich um Alltag, trotz der zunehmend verzweifelten Lage. Nach und nach liefen die Bediensteten davon. Wer konnte, floh zu Verwandten aufs Land und tat gut daran. In den herrschaftlichen Räumen wurde es immer leerer. Basilius' Mutter tauschte Silbergeschirr gegen Essbares, als die Versorgungssituation langsam zusammenbrach. Zum Glück aß Basilius so gut wie nichts. »Ich weiß nicht, wovon der Junge lebt«, sagte seine Mutter. Dann wurde Lorenz krank. Er bekam sehr schnell sehr hohes Fieber, hustete Blut und wand sich in Krämpfen. Basilius saß an seinem Bett, bis ihn die Eltern wegzerrten. Lorenz starb schon am nächsten Tag und bekam ein anständiges Begräbnis. In der Kirche war die Stimmung gedrückt, aber auch von seltsamer Gleichgültigkeit, als hätten sich die Anwesenden damit abgefunden, die Nächsten zu sein. Der Nächste war Basilius. Er aß gar nichts mehr und legte sich ins Bett, fieberte und hatte schmerzhafte Schwellungen unterm Arm. Ein Arzt ängstigte den Jungen mit seiner Vogelmaske, machte einen Aderlass und räucherte Kräuterwerk in den Räumen. Basilius hatte schrecklichen Durst, Schmerzen beim Atmen und wusste, dass er jetzt sterben musste, nicht mal 12 Jahre alt. Tagelang saß seine Mutter am Bett und weinte, der Vater ging rastlos auf und ab. Seit alle Dienstboten geflüchtet oder tot waren, wirkte der riesige Palast gespenstisch leer. Dann erholte sich der Junge sehr zum Erstaunen seiner Eltern. Die Schwellungen verfärbten sich nicht und gingen zurück, das Fieber sank. Schwach und klapperdürr war Basilius, aber er lebte. Seine Mutter kochte Brühe aus undefinierbaren Zutaten. »Die Stadttore sind zu«, sagte sie. »Es gibt kein Brot mehr.« Basilius war es egal. Er schlürfte die Brühe und wartete darauf, dass er kräftiger wurde. Im Bett sitzend lauschte er den Geräuschen draußen. Sonst hat der Lärm spielender Kinder alles überlagert. Jetzt schwiegen sie. Es war seltsam still. Qualm zog wie Nebel an den Bleiglasscheiben vorbei. »Sie verbrennen Kleidung und Hausrat der Toten«, sagte sein Vater. Dann wurden die von Offenbachs krank. Beide. Basilius stand erstmals auf, schlich auf wackligen Beinen zum Elternschlafzimmer, brachte Mutter und Vater Wasser. Sie fieberten, dann kam Husten dazu, quälend tief und mit blutigem Auswurf. Basilius stützte abwechselnd die Oberkörper seiner Eltern, damit sie nicht erstickten, wischte Blut weg. Bald schon sah das Bett aus, als habe man darin ein Tier zur Strecke gebracht. Basilius schlief auf dem Bettvorleger. Wenn das Röcheln wieder losging, sprang er auf, klopfte Vater und Mutter den Rücken, half ihnen beim Aufrichten. Doch bald fielen die Erwachsenen in Agonie und Fieberwahn, ließen sich durch die schwachen Kräfte eines unterernährten Kindes nicht mehr bewegen. Weinend saß Basilius daneben, als Vater und Mutter am eigenen Blut erstickten. Da wurde es noch stiller im Stadtpalast. Der kleine Junge saß wie betäubt bei den entstellten Körpern seiner Eltern. Er wusste nicht, was er machen sollte. Seine Welt brach gerade zusammen. Alles, das er kannte, war weg. Die Vertrautheit einer Bedrohung gewichen, die allumfassend war. Hilflos harrte der Knabe 2 Tage aus, wartete auf den eigenen Tod und sah seinen Eltern bei den schrecklichen Veränderungen zu, die die Sommerhitze mit den Leichen machte.
Dann kamen welche, polterten die Stiegen herauf, zerrten schnaufend die Körper aus dem Bett, schleiften sie die Treppe hinab. »Und der Junge?« fragte einer. Die anderen winkten ab. Vasilius folgte den Männern, blendete Gestank und Körpersäfte aus, die die Leichen seiner Eltern auf den Stufen hinterlassen hatten. Draußen schien die Sonne, seine Beine zitterten, aber er ging mit, um zu sehen, wohin die Eltern gebracht wurden. In welcher der Kirchen würde das Begräbnis sein? Doch weder Bestatter noch Leichenwagen warteten vor dem Haus, sondern eine Karre mit anderen halbnackten Körpern. Kein Sarg. »Wo bringt ihr sie hin?« schrie der Junge, als die Männer ihre Karre in Bewegung setzten. »Gottesacker«, knurrte einer, ohne sich umzudrehen. Vasilius lief mit, solange seine zitternden Beine ihn trugen. Er war zäh und kämpfte, schaffte es aber nur quer über den Marktplatz, ehe er sich setzen musste, weil ihm schwarz vor Augen wurde. An welcher Stelle des Stadtgottesackers man seine Eltern verscharrte, erfuhr er nie. Kraftlos hockte er in einer Mauerecke, sein Atem normalisierte sich langsam. Dann erst bemerkte er das Ausmaß des Schreckens. Vorher war er wie blind der Karre mit seinen Eltern gefolgt, hatte nicht links, nicht rechts geschaut, jetzt aber konnte er die Augen nicht mehr verschließen. Auf den Straßen lagen Tote, Krähen machten sich zu schaffen. Ärzte mit Masken eilten durch den Rauch brennender Lumpenberge und sahen weg. Es stank nach Verwesung, alles fühlte sich falsch an. Büttel nagelten Haustüren zu, Schenken und Schulen blieben geschlossen, die Stadttore auch. Das vertraute Leben auf den Straßen war nicht mehr vorhanden. Vasilius hatte niemanden, an den er sich wenden konnte, und fühlte sich so allein. Er war gerade erst genesen, schwach, hungrig, durstig. In der Nähe stand eine Haustür offen, er ging einfach hinein. Ein stilles Totenhaus empfing ihn. Niemand mehr da, aber Türen und Fenster noch nicht vermauert. Der Junge fand hartes Brot und einen Krug Wasser, aß und trank. Dann nahm er von den Vorräten, wickelte alles in ein Tuch und konnte einige Zeit davon leben. Es war sommerwarm. Vasilius kannte Winkel und Verstecke in der dicht bebauten Stadt. Hier konnte man sich verkriechen. Nur die Luft war schlecht. Überall roch es nach Tod und Rauch. Tagelang streunte der Junge in der Stadt herum, sah Totenberge und Leichenkarren. Büttel von der Gesundheitspolizei trieben Menschen zusammen und führten sie ab. Vasilius fragte sich, was mit diesen Leuten geschah. Er sollte es schneller erfahren, als ihm lieb war. Sie fingen ihn von der Straße weg, als er sich schlafend in einem Winkel zusammengerollt hatte. »Lebt er noch?« fragte einer. Dann fühlte der Knabe sich unsanft hochgezerrt. Schlaftrunken verpasste er den ersten Moment, und als er sich schließlich zur Flucht wandte, packten ihn derbe Fäuste. »Hier geblieben, Freundchen!« fauchte die raue Stimme eines Büttels, der keinen Spaß verstand und Vasilius magere Füße in Eisen schloss. An langer Kette waren weitere Gefangene befestigt, die sich klirrend und rasselnd langsam zur östlichen Stadtmauer bewegten. Da wurde Vasilius klar, wo man sie hinbrachte. An jenem Teil der Stadtmauer befand sich ein massives Gebäude, dem lieber keiner zu nahe kam. Das Zuchthaus. Hier arretierte man gefallene Dirnen, verschuldete Spieler, randalierende Trinker, aber auch Mörder, Diebe und Betrüger. Wer nicht auf seinen Prozess oder die Hinrichtung wartete, büßte eine Haft ab, die ihn mit schwerer Arbeit, Beten und schmaler Kost auf den rechten Weg zurückführen sollte. Das Zuchthaus war Gefängnis, Besserungsanstalt und ein unguter Ort voll vergitterter Fenster, dicker Mauern und dem Stöhnen der Gefangenen dahinter. Jetzt beherbergte es zusätzlich Menschen, die sich trotz Ausgehverbot in der Pestzeit auf die Straße gewagt hatten. Bettler, Tagediebe und Huren genauso wie Hungernde, die verzweifelt Nahrung gesucht hatten. Das Zuchthaus war dermaßen voll, dass kein Platz mehr war.
In den vergitterten Räumen drängten sich Menschen in stinkenden Haufen, schrien nach Freiheit und waren vor Angst halb wahnsinnig. Man schob Basilius hinein in dieses Chaos, und der Junge machte sich so klein wie möglich, drückte sich gegen eine Wand, wollte verschwinden. Panik flatterte in seiner Brust wie ein gefangenes Vogelkind. Die Zustände waren unbeschreiblich. Es gab einen Eimer Wasser, um den man sich prügelte, einen Eimer für die Notdurft, den man in der Enge nicht schnell genug erreichte. Urin und Fäkalien verteilten sich auf dem Boden, später schliefen die darin, denen es gelang, sich hinzulegen. Um Schlafplätze wurden Kämpfe ausgetragen, denn der Boden hatte nicht genug Platz für alle. Die meisten schliefen im Sitzen, an eine Wand oder aneinander gelehnt. In der dunklen Enge wurde schnaufend kopuliert, als könne das Leben verlängern. Eine Frau schrie um Hilfe. Es gab Gerangel und eindeutige Geräusche, während die Frau unausgesetzt schrie, bis man mit ihr fertig war. Die Nacht war unruhig und schrecklich. Basilius träumte schlecht, schlief kaum. Er hatte eine kalte Wand im Rücken, lauschte der Geräuschkulisse und wünschte sich weg. Die frühe sommerliche Dämmerung offenbarte das Ergebnis der Nacht. Neben den gebläuten Opfern der Prügelei und der geschändeten Frau gab es Tote. Fiebernde Insassen, die nachts an der Pest gestorben waren. »Na los, holt sie da raus!« schrien die Büttel von der Gesundheitsbehörde. Sie waren zeitig auf den Beinen, schlugen mit Knüppeln gegen die Gitterstäbe und trieben ihre Gefangenen auf die Straße, wo sie Leichen wegräumen mussten. Manche von denen hatten Beulen, manche nicht, aber alle waren zuletzt hustend an ihrem Blut erstickt. Männer, Frauen und Kinder, starre Körper und weiche, dürre und aufgedunsene, frische oder in Verwesung befindliche. Auf Karren wurden sie zum Stadtgottesacker gefahren. Massengräber, Schicht auf Schicht, die Leiber, nackt, ohne Sarg oder Leichenhemd. Hunde kamen nachts und zerrten die Toten aus den Gruben, verteilten angefressene Körperteile in den Straßen. Alle wussten, dass sie sterben würden und glaubten, zuletzt werde niemand übrig bleiben. Furcht nistete in den Herzen wie eine Krankheit. Die Stadttore blieben zu. Beim Leichenräumen kettete man die gefangenen Zuchthäusler nicht an und Basilius floh, sobald sich eine Gelegenheit ergab. Flucht war bei Todesstrafe verboten, aber das scherte ihn nicht, solange sie ihn nicht erwischten. Wochenlang lebte er auf der Straße, versteckte sich, raubte Nahrung, brauchte nicht viel davon. Einmal kletterte er nachts über die Stadtmauer, um Halle und der Pest zu entkommen. Er schaffte es nur bis in die Vorstadt Glaucha. Was er da zu sehen bekam, ließ ihn den Weg rückwärts antreten. Zurück in die Stadt, kletternd nachts. Glaucha war der Horror schlechthin. Letzte Kaufleute, die sich aus der überfüllten Vorstadt durch Flucht zu retten suchten, fuhren auf den Straßen nur noch über getauftes Fleisch. So viele Tote lagen herum. Keiner wollte sie begraben, auch gegen Bezahlung nicht. Da war es in der Stadt noch besser, wo die Gesundheitspolizei mit harter Hand herrschte, um die Zustände nicht gänzlich verkommen zu lassen. Doch das wurde immer schwieriger. Die Menschen starben wie die Fliegen. Ganze Familien erloschen, andere verschleuderten ihr Vermögen im Bewusstsein des nahenden Untergangs. Wieder andere wurden kriminell, raubten nicht nur Vorräte, sondern auch kostbares Gut aus verwaisten Häusern. Man dachte, Gott habe sich von den Menschen abgekehrt. Moral und Recht brachen zusammen, die Apokalypse schien nah. Alle Straßen waren leer und eine große Einsamkeit lag auf der ganzen Welt. Niemand glaubte, den nächsten Tag zu überleben. Basilius trieb durch diese Zeit wie im Traum. Alles war unwirklich und doch so echt, dass einem schlecht werden konnte vor Gestank und Angst. Als der Winter Kälte und Schnee brachte, wurde der Junge mehrmals von den Bütteln geschnappt und wieder ins Zuchthaus gesteckt. Hier konnte er wenigstens nicht erfrieren.
Tagsüber schufteten sie auf dem Friedhof, um Massengräber in die gefrorene Erde zu hacken. Nachts gab es keine Ruhe in der überfüllten Enge. Hunger und Durchfälle gingen um. Körperliche Übergriffe waren an der Tagesordnung. Vasilius biss und kratzte, lernte, an welchen Körperstellen er seinen Angreifern besonders wehtun konnte. Der Junge war klein und zäh, viel zu dünn, aber wild entschlossen, seine Haut so teuer wie möglich zu verkaufen. Ungekämmt, dreckig und verlaust, glich er mehr einem Tier als einem Kind aus gutem Hause. Alle hier verkamen zusehends, legten ab, was sie zu Menschen machte, wurden teilweise gefährlich. Ein Mann besonders. Er hatte stechend blaue Augen, ein schlaffes Gesicht, aber sein Griff war brutal und mit dem beschaffte er sich, was er wollte. Einen Schlafplatz, Nahrung, den Wassereimer, Frauen oder Vasilius. Der Junge setzte sich trickreich zur Wehr, biss und trat, schlüpfte zwischen die anderen Gefangenen und entkam immer wieder. Der Mann lachte. »Du kannst nicht ständig weglaufen, Kleiner. Einmal wirst du nachts schlafen, dann hole ich mir deinen mageren kleinen Arsch.« Vasilius tat in dieser Nacht kein Auge zu und am nächsten Tag lief er wieder weg. Es war Winter und bitterkalt, viel kälter als im Zuchthaus. Die Not machte einen Dieb aus dem Jungen. Er stahl warme Kleidung, Decken und Nahrung, um zu überleben, verschaffte sich Zutritt in leerstehende, zugenagelte Häuser. Dort lebte er heimlich in ungeheizten Wänden, im Frost, der die Mauern durchdrang und die Brunnen zufrieren ließ. Vasilius leckte Schnee und verwischte Spuren, damit die Büttel ihm nicht folgen konnten. Die Dämmerung war seine Stunde. Da schlich er hinaus, um andere Häuser zu durchsuchen. Viele waren leer, in manchen wohnten noch Menschen, die still beieinander hockten und auf das Ende der Seuche hofften. Fast schien es, als wäre es ausgestanden, denn im Winter starben deutlich weniger Menschen. Doch als der Mai kam, der Wonnemonat, kehrte nicht nur das Leben zurück, Blätter und Blumen, sondern auch die Pest. Das große Sterben begann von Neuem, der Totentanz ging weiter. Vasilius mittendrin. An einem Sommertag hockte er auf dem Speicher eines großen Stadthauses und fing Tauben. Er hatte von einem verwilderten Grundstück hinter der Stadtmauer Grasrispen geholt, an denen schon Samenkörner hingen. Die hatte er ausgelegt und drei Schlingen platziert. Auf diese Weise hatte er schon mehrfach Vögel gefangen und roh verschlungen. Mehr denn je fühlte er sich wie ein Tier. Ein reißendes, kleines Raubtier, das reglos auf Beute lauerte. Plötzlich Geräusche, Lärm. Vasilius spähte durch eine Dielenritze und sah, dass sich im Raum unter ihm Menschen versammelten. Seit einem Jahr schon war das leere Haus zugenagelt. Was wollten diese Leute jetzt hier? Wo kamen die her? Es war eine eigenartige Gesellschaft, bunt gemischt, Männer und Frauen. Alle so abgerissen und schmutzig, wie die Menschen in der pestgebeutelten Stadt momentan aussahen. Aber diese hier waren anders. Sie hatten einen Glanz in den Augen, der fehl am Platz wirkte. Ungut. Unter ihnen einer, der eine Maske trug. Vasilius konnte von oben nicht genau erkennen, was sie darstellte, aber es war irgendwas mit Hörnern. »Der Himmel hat uns verlassen«, rief der Mann. Und die anderen wurden still. »Gott hilft den Seinen nicht länger. Deshalb lasst uns den dunklen Herrscher anflehen, dass er das Übel von der Stadt nimmt.« Vasilius rührte sich nicht. Aus Angst, die Speicherbretter könnten knarren. Er lag auf dem Bauch und spähte durch die Ritzen, erschrocken und fasziniert zugleich. Er hatte noch nie eine schwarze Messe gesehen, auch wenn die Gassenkinder manchmal von solchen Dingen erzählt hatten. Hinter vorgehaltener Hand und mit auferlegtem Stillschweigen. Vasilius hielt es damals für gut erzählte Schauergeschichten. Aber jetzt? Hier? Er sah, wie der große Maskierte ein Fass anstach, das jemand hereingeholt hatte. Wo hatten die das denn aufgetrieben? »Trinkt!« rief der Mann und hob einen Becher. »Reiner Branntwein für Satan und seine finstere Schar! Und dann opfert eure Tugend, damit unserer Stadt die Pest genommen werde.«
Zuschelnd und kichernd tranken die Menschen. Ausgehungert waren sie, mager und unterernährt, wie fast jeder momentan. Der Branntwein führte augenblicklich zum Rausch. Dann wurde Basilius Zeuge eines wüsten Exzesses, bei dem die trunkenen Menschen alle Hemmungen ablegten. Der maskierte Mann zog seine Hose aus und ließ sich von anderen den Arsch küssen, bevor er sich unter den Frauen die schönste aussuchte, ihre Röcke hob und sie derart berammelte, dass es nach wilden Zuckungen aussah. Die anderen folgten seinem Beispiel und dann wurde gehurt und gesoffen, geächzt und geschrien. Manche tanzten und lachten, andere weinten unkontrolliert. Der Mann mit der Maske war überall und nirgends, trieb es mit Frauen und Männern gleichermaßen, schreckte nicht vor Gewalt zurück. Der Knabe auf dem Speicher schauderte, weil ihm der Maskierte an den Mann im Zuchthaus erinnerte, vor dem er im Winter auf der Flucht gewesen war. Wie der sich bewegte und sprach, brutal nach den Menschen griff. Als der Mann irgendwann die Maske fallen ließ, unterdrückte Basilius einen Schrei. Denn er war es tatsächlich. Wie hatte der dem Zuchthaus entkommen können? Jetzt war der Mann das pulsierende Zentrum einer fleischlichen Orgie, brüllte Satan um Hilfe an, er möge die Pest von der Stadt abwenden, weil Gott es nicht tat. Basilius starrte fassungslos auf das Geschehen im Raum, das Einblicke in die Abgründe der menschlichen Natur preisgab, die er sich in seinen wildesten Träumen nicht hätte ausmalen können. Schreck und angeekelte Faszination hielten den Jungen gefangen, während die Menschen unter ihm sich als zuckende Masse am Boden wanden, ihre Kleidung abstreiften, kein Schamgefühl kannten, während sie sich spreizten und stießen, jede Körperöffnung für ihre Vergnügungen nutzten, einzeln zu zweit oder vielen. Schweiß und Körpersäfte glänzten, Seufzen und orgiastische Schreie durchmischten und überlagerten sich, bildeten einen Klangteppich, in dem das Hämmern und Schlagen fremd wirkte, das plötzlich mit hineinspielte. Schwere Tritte auf der Treppe. Dann wandelten sich die Töne zu entsetztem Kreischen, als Büttel den Raum stürmten und ihre Knüppel schwer in die versammelte Nacktheit klatschen ließen. Brüllend fiel der große Mann über die Bewaffneten her. Er war nackt und stürzte wie ein gefällter Baum, als ihm einer der Büttel seinen Knüppel vors Schienbein schlug. Das Bein krachte, knickte weg wie ein geköpfter Blütenstängel, der Verletzte brüllte und wälzte sich am Boden. Nackte Männer und Frauen schrien, versuchten zu entkommen, wurden zusammengeknüppelt und auf die Straße getrieben. Den großen Mann zerrten sie an den Armen hinaus, weil er nicht gehen konnte. Sein gebrochenes Bein schleifte seltsam verdreht hinterher und klonkte über jede Stufe, als die Treppe hinabging. Noch lange hörte Basilius das Brüllen des großen Mannes. Unten wurde das Haus mit Hammerschlägen wieder versiegelt. Der Junge dachte an sein Schlupfloch im Keller, so schmal, dass nur ein mageres Kind hindurchpasste. Ein zugenageltes Haus war kein Hindernis für ihn. Später aß er das rohe Fleisch zweier Tauben, die ihn einige Tage am Leben halten würden. Er brauchte nicht viel. Nur eine Woche später hielten sie auf dem Marktplatz öffentlich Gericht über die Beteiligten der Satansmesse. Viele waren gekommen, um zuzusehen. Trugen die Verurteilten Schuld an der Pest? Den großen Mann hatte man an einen Pfahl gebunden, sein verletztes Bein war dick und schwarz. Er schrie, als der Henker mit glühenden Zangen wie ein großer Vogel an ihm herumzupicken begann. Es zischte, stank nach verbrannter Haut. Der Mann brüllte und keuchte, weinte und schluchzte. Zwischendurch machte der Henker Pausen, damit sein Delinquent die Sünden gestehen konnte. Satanskult und Verführung einer Menschengruppe zu unzüchtigen Handlungen. Er habe die Pest bekämpfen wollen, rief der Gemarterte. Die Zuschauer lachten höhnisch. Die Pest bekämpfen mit fleischlicher Gier? War es nicht viel wahrscheinlicher, dass er mit solchem Tun der Seuche zu Kraft verhalf?
Die kollektive Empörung war gewaltig. Niemand wollte hören, dass der Mann die Pest hatte bekämpfen wollen. Jeder sah in ihm den Verursacher derselben. Die Menge rückte näher, erhob sich wie eine drohende Faust, wollte zuschlagen, mit Hand an den Verurteilten legen, dem Henker beistehen. Der Tod des Mannes war vom Gericht beschlossen und so öffentlich wie die Folter. Das war man der Bevölkerung schuldig. Irgendwo musste die namenlose Angst dieser Seuchenzeit ihr Ventil finden, mussten die aufgestauten Emotionen abgelassen werden. Jetzt standen sie hier in dichtem Gewoge, bejubelten die qualvollen Schreie des Verbrechers, applaudierten der blutigen Handwerkskunst des Henkers. Dieser konnte sich zuletzt gar den Strick sparen, denn der Verurteilte starb am Leiden der Folterpraxis. Schlaff wie eine mit Rot übergossene Marionette hing er in den Ketten und würde dort die nächsten Tage verbleiben, damit die Raben ihn fraßen und die Menschen bespuckten. Die übrigen Teufelsanbeter sollten öffentlich ausgepeitscht werden, nachdem das Gericht erkannt hatte, dass sie verführt und fehlgeleitet worden waren und ihre Seelen auf den rechten Weg zurückfinden konnten. Nackt, kahlgeschoren und in Schande erwarteten sie die Peitschenhiebe, ihre hoch über den Kopf gestreckten Hände an einen Querbalken gefesselt. Vasilius hatte sich an der hölzernen Rolandsfigur hochgezogen, die den Richtplatz auf dem Markt bewachte, und kauerte nun zu dessen Füßen, um von dort besser sehen zu können. Er war klein, und das Gewoge der aufgebrachten Menge hatte ihm Angst gemacht. Jetzt sah er von seiner erhöhten Warte aus, dass etwas nicht stimmte. Die Menschen standen nicht als Zuschauer auf dem Platz, sie bewegten und schoben sich vorwärts hin zu dem toten Mann, hin zu den nackten Verurteilten am Streckbalken. Von oben wirkte es fast, als bestünde die Masse nicht aus vielen Menschen, sondern sei zu einem Wesen verschmolzen, sich langsam, aber unaufhaltsam näherte und Gewaltbereitschaft brütete. Wie das Summen eines Bienenstocks stiegen Geräusche herauf, wurden lauter, steigerten sich zu Schreien und Gebrüll. Und dann fanden die Emotionen ihr Ventil, alle auf einmal, stärker und schlimmer, als die Gerichtsbarkeit der Stadt es hatte vorausahnen können. Etwas brach. Wie ein Damm, der die Wassermassen plötzlich freigibt, ergoss sich die geballte Verzweiflung dieser schrecklichen Zeit als Woge der Gewalt gegen die Gefangenen. Die Büttel hatten keine Chance, der Henker auch nicht. Keiner konnte den Willen des Gerichts durchsetzen, das für die Gefangenen nur eine Prügelstrafe vorgesehen hatte. Wie eine Welle schlug die Menge über den Streckbalken zusammen. Niemand konnte sie aufhalten. Die Geräuschkulisse war entsetzlich. Ein Gemisch aus Todesschreien, dem Kreischen wildester Panik, Wutgebrüll und Mordlust. Der Mob wollte Blut sehen, die Pest mit eigenen Händen beenden, die Schuldigen strafen, Geliebte, Verblichene rächen. Was für ein Wahnsinn, dachte Basilius und klammerte sich an die Beine des hölzernen Rolands. Dort blieb er, geschützt und in Sicherheit vor der Masse, die nicht nur die Verurteilten umbrachte, sondern auch sich selbst. Als der Mob sich endlich verzog, hingen die gefesselten Gefangenen noch am Streckbalken, aber sie lebten nicht mehr. Blut war geflossen, Schläge, Tritte und jegliche andere Gewalt hatten dazu geführt, dass diese etwa 20 Männer und Frauen statt Prügelstrafe den Tod gefunden hatten. Aber die tödliche Menge hatte weitere Opfer gefordert. Leichen von Zuschauern blieben auf dem Markt zurück, zertreten, gequetscht, totgetrampelt in kollektivem Wahnsinn. Des Unglücks nicht genug, gewann nach diesen Exzessen die Pest neuerlich an Kraft und fiel mordend über die Stadt her. Die Toten waren nicht zu bewältigen. Sie lagen in der Sommerhitze herum, ernährten Schwärme von Aasvögeln und Fliegen, rochen unbeschreiblich. Niemand entkam ihren Ausdünstungen. Man atmete sie, aß sie, trank sie. Kollektive Verzweiflung machte sich breit. Dass Gott sie verlassen hatte, nahm den Menschen allen Mut. Niemand dachte über den Tag hinaus. Die Arbeit ruhte, es wurden keine Vorräte mehr angelegt. Alles fiel in Agonie, Stillstand und blankes Entsetzen.
Hunger ächzte, knochenklappernd durch die Straßen, und wen nicht die Pest raffte, der starb an Schnupfen oder Schwäche, als der Herbst um die Mauern pfiff. Es herrschte Ausnahmezustand wie im Krieg. Grinsend tanzte der Tod in den Straßen, schwang die Hippe und hielt reiche Einfuhr. Leichengestank und Miasmen waren allgegenwärtig. Dreiste Plünderer, Kriminelle oder Leichenfletterer gingen ihrem Handwerk nach, bis sie sich mit Fieber niederlegten, Blut spuckten und nach wenigen Tagen qualvoll verendeten. Ein weiterer Winter kam. Wieder starben etwas weniger Menschen. Man hoffte, bangte und litt Hunger. Aber sobald es warm wurde, kehrte der Tod zurück. 3 Jahre. Und Basilius lebte immer noch. Ein beißendes, wildes Straßenkind, das sich versteckte. Ein Zuchthäusler und Ausreißer, den der Hunger nicht umbringen konnte, der anderen Menschen misstraute und sie ängstlich mied. Der Kleine von Offenbach war schnell, ließ sich schlecht fassen, hungerte, fror und sah mehr Schrecken, als ein Kind sehen sollte. Aber er lebte. Als 1683 die Pest in Halle endlich erlosch, war die Bilanz furchtbar. Die Hälfte aller Stadtbewohner war tot. In den Vorstädten waren es noch mehr. Glaucher vermisste 3/4 seiner Einwohner und wirkte leer wie ein Geisterdorf. Basilius wurde in einem Waisenhaus interniert, wo die Zustände nicht ganz so furchtbar waren wie im Zuchthaus, aber ähnlich. Man behandelte die Insassen, als wäre alle Menschlichkeit während der letzten 3 Jahre abhanden gekommen. Büttel fingen bettelnde Kinder von der Straße weg, die sich prostituierten, um ein Stück Brot zu kriegen. Im Waisenhaus herrschten strenge Kontrollen, schwere Strafen, jegliches Mitgefühl blieb auf der Strecke. Wer um mehr Essen bat, bekam Schläge. Wer nicht sofort tat, was verlangt wurde, bekam Schläge. Wer in die falsche Richtung blickte, bekam Schläge. Nicht nur mit dem Rohrstock, sondern auch mit der gefürchteten 9-schwänzigen Katze. Die internierten Kinder mussten Lumpen reißen, Wolle spinnen und Wäsche walken. Sie durften nicht miteinander sprechen, wurden schlecht ernährt, waren ungenügend gekleidet. Krankheiten rafften die jungen Insassen dahin, aber Nachschub schien endlos da zu sein. Die Pest hatte so viele Menschen getötet, dass das Waisenhaus aus allen Nähten platzte. Basilius lief 2-mal weg, aber sie fingen ihn bald wieder ein. Jetzt, wo sich die Verhältnisse in der Stadt langsam normalisierten, waren die Menschen aufmerksamer und eher bereit, ein streunendes Gassenkind den Bütteln zu melden. Sie kriegten ihn nur, wenn er schlief. Im Waisenhaus setzte es furchtbare Prügel, sein ganzer Rücken war zerhauen von der 9-schwänzigen Katze. Der Junge konnte nicht liegen, sich kaum auf den Beinen halten und wünschte, der Tod hätte ihn während der Pest geholt, damit er das Waisenhaus jetzt nicht ertragen musste. Als man ihn zum Rektor rief, zitterte er vor Angst. Nicht schon wieder Schläge, dachte er und spürte schmerzhaft seinen verschauften Rücken. Misstrauisch betrat er die Rektorenstube, äugte nach einem Fluchtweg, versuchte, die Situation zu erfassen, wusste nicht, was ihn erwartete. Der Rektor hatte Besuch und gab sich so freundlich, dass das Misstrauen des 13-Jährigen in blanke Panik umschlug. Wann hatte er diesen Mann je freundlich erlebt? »Basilius von Offenbach?« fragte der Rektor, und als der Junge nickte, sagte er lächelnd, »Na bitte, was habe ich gesagt, euer Hochwohlgeboren? Wenn er hier ist, dann finden wir ihn auch.« Er notierte etwas in einem Buch und ließ den Besucher unterschreiben. »Nun denn?« Der Rektor rieb sich feixend die Hände. »Er gehört euch, euer Hochwohlgeboren.« Menschenhandel! Basilius überlief es siedend heiß. Er hat davon gehört, es aber nie glauben wollen. Doch nach den letzten 3 Jahren glaubte er alles. Hatte dieser Mann ihn gekauft? Es gab weder Stricke noch Fußeisen, als der Fremde Basilius winkte, mit ihm zu kommen, und der Junge beschloss, bei der nächsten Gelegenheit die Kurve zu kratzen. Vor dem Waisenhaus stand eine Kutsche.
Ein livrierter Diener öffnete den Schlag, rümpfte bei Basilios Anblick die Nase und nahm Haltung an, als der Mann den Jungen ins Innere schob. Dort gab es weiche, saubere Polster, die Basilios seine Lumpen und deren Geruch umso deutlicher machten. Die Kutsche setzte sich in Bewegung und der Junge wurde sehr nervös, als es zum Steintor aus der Stadt hinausging. »Ich konnte nicht eher kommen«, sagte der Mann und musterte den Jungen nachdenklich. Er war drahtig und nicht mehr jung. »Während der letzten Jahre war die Stadt so gefährlich. Meine Tochter hat hier gelebt, ist aber während der Pest verstorben.« Er schwieg und schaute aus dem Fenster, wo der grüne Hof vorbeiflog. Die Pferde waren schnell. Basilius wusste nicht, wie er bei diesem Tempo aus der Kutsche springen sollte, und fragte unsicher, »Jetzt nehmt ihr mich mit, weil ihr eure Tochter nicht gefunden habt?« Der Mann nickte langsam. Sein Gesicht war so ernst, als wüsste er nicht, wie man lächelt. »Wir sind uns schon begegnet, Basilius. Du warst sehr klein und erinnerst dich wahrscheinlich nicht. Meine Tochter, sie war deine Mutter. Ich bin dein Großvater.« Das änderte alles. Basilius spürte, wie sich sämtliche Fluchtgedanken von selbst erledigten und eine gewaltige Erleichterung an deren Stelle rückte. Es war, als wäre nach jahrelangem Dauerregen plötzlich die Sonne herausgekommen. Die Familie seiner Mutter lebte auf einem Adelssitz nahe Wörlitz, ein kaltes Haus, in dem Strenge regierte. Seine Großmutter zog die Nase kraus, als sie ihn erstmals sah, und Basilius begann zu ahnen, warum Mutter zu ihrem Elternhaus keinen engeren Kontakt gepflegt hatte. Man sorgte für ihn, pflichtschuldig und ohne Herzlichkeit. Personal wurde beauftragt, sich um den elternlosen Familienspross zu kümmern, um ein Bad, Speisen, ein Bett und Kleidung. Dann schickte ihn sein Großvater auf ein Internat nach Dessau. Die militärische Ausbildung dort fing Basilius auf, wurde ein Anker, schob Zucht und Waisenhaus in seinem Kopf nach hinten. Fechtkunst, Reiten, Tanzen und Disziplin holten ihn ins Leben zurück, gaben ihm eine Zukunft. Er lernte Freunde kennen, die die Schatten der Pestjahre hell machte. Mit manchen von ihnen hielt der Kontakt bis ins Erwachsenenalter. Später war er im Feld bei verschiedenen Gefechten dabei, bekam schließlich sein Erbteil ausgezahlt, als die Großeltern starben, und kam als Lehrer nach Halle zurück. Fechtkunst bedeutete nicht nur Haltung, sondern auch Halt für ihn. Etwas davon wollte er an junge Menschen weitergeben.